Hallo und herzlich willkommen auf dem PW Review-Kanal. Wir hatten ja euch in vorangegangener Zeit schon die Uniformierung und Ausrüstung der preußischen Infanterie des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 gezeigt. Wir wollen da jetzt noch einen Schritt weitergehen und beschäftigen uns jetzt mit den Pionieren der preußischen Armee. Die waren ein bisschen anders ausgestattet, hatten ein bisschen andere Uniform und ein bisschen andere Ausrüstung und auch ein anderes Aufgabengebiet und da gehen wir jetzt einfach mal drauf ein. Die Aufgaben der Pioniere bestanden eher in, ich sag mal, in, in so einer Art Arbeitsdienst. Da wurden äh, Straßen äh, gebaut, Befestigungen gebaut. Es wurde Geschanzt, Schützengräben angelegt, dann später ähm, im Kriegsverlauf. Und für derlei Aufgaben waren die Pioniere gut, bis sie dann später halt eben auch nach und nach mehr äh, in die Kampfeinsätze verwickelt wurde. Die Pioniere unterscheiden sich von den Infanteristen zum Beispiel schon an der Pickelhaube. Ich muss da jetzt gestehen, wir mussten jetzt hier ein bisschen bescheißen, weil Pickelhauben sehr, sehr teuer sind. Äh, haben wir jetzt eine Infanterie-Pickelhaube, aber zur Vervollständigung des Gesamtbildes haben wir sie trotzdem aufgesetzt und ich erkläre einfach anhand der Infanterie-Pickelhaube die Unterschiede zur Pionier-Pickelhaube. Die Pickelhaube ist relativ baugleich zu dem der Infanterie, nur dass alle Beschläge und Metallteile an der Pickelhaube nicht aus Messing, sondern aus einem Weißmetall möchte meinen aus nickel gefertigt waren Sprich, der pickel der adler ähm, der knopf 91 und alle anderen metallteile waren halt eben silberfarbend genauso ist dann mit den knöpfen dann kommen wir gleich zu bluse wir haben hier auch wieder die modell 13 bluse im landsturmschnitt wie sie am 21.01.1913 eingeführt wurde ähm, auch die hatte die unterschiede dass halt eben eigentlich silberne Knöpfe vernäht waren. Hier sind sie leider schon ein bisschen abgedunkelt und sehr matt geworden. Im Endeffekt müssen die Knöpfe für Pioniere silber sein. Dann haben Pioniere die Waffenfarbe schwarz. Das sieht man dann einmal am Kragen und an den Aufschlägen. Und die Aufschläge, sieht man hier zum Beispiel, weisen auch schon einen Unterschied zur Infanterie auf. Die waren dann nämlich nicht mehr, das waren dann nicht mehr die brandenburgische Aufschläge mit den drei Knöpfen an der Seite, sondern das sind schwedische Aufschläge. Die haben dann einfach nur diese zwei Knöpfe. Und auch halt eben nicht äh, vertikal, sondern horizontal. Des Weiteren trägt der Pionier ebenso wie Infanterie die steingraue Hose, wird auch Tuchhose 15 genannt, die wurde aber auch schon, ich möchte meinen, am 15. August 1914 eingeführt. Um äh, gewisse Differenzen in den Farbnuancen zum Feldgrauen Rock und zur Feldgrauen Hose auszugleichen. Das empfand man einfach nicht als schick. Das Muster wurde erst 1915 äh, dann vom Kriegsministerium vorgelegt und deswegen hat sie dann diese unter Sammlern eher äh, geläufige Bezeichnung M15 Feldhose. Der Marschstiefel 1866, anders als bei mir, ähm, Loga ausgegeben, wie es halt eben zu Kriegsbeginn üblich war. Dasselbe trifft dann auch auf. Den Koppel oder den Leibriemen zu. Die Patrontaschen in dem Fall auch in Loga ist das Modell 8788, wie sie von allen technischen Truppen verwendet wurden. So hatten also nicht nur Pioniere diese Taschen, sondern zum Beispiel auch der, der Tran oder der Tross, wie man es später nannt, die Versorgung. Die Fußartillerie hatte diese Taschen auch sehr lange. Und sie unterscheiden sich halt eben von den normalen Patrontaschen 09 einfach nur darin, dass sie weniger Munition fassen. Beim Turnister ist es dann genau das gleiche, alles ist noch in Loga und das ist noch der frühe Kalbfeldtornister Modell 1907. Der wurde 1908 eingeführt und das Muster dementsprechend 1907 vorgelegt. Dazu trägt der Soldat hier fälschlicherweise, aber auch das ist ein schwer zu beschaffendes Originalobjekt, trägt er hier das Essgeschirr aus Aluminium Modell 15. Beziehungsweise 15-17, das ist schon die etwas modifizierte Variante. Korrekt wäre das S-Geschirr 1910. Und das würde sich dann von dem hier gezeigten darin unterscheiden, dass der Henkel eine T-Trägerform hatte. Und hier oben, ähm, die Vernietung, war hier oben nicht umgeklappt. Das hat man dann später gemacht, damit dieser Trageriemen nicht mehr verrutscht. Der wäre dann bei dem korrekten S-Geschirr, wäre der hier gerade. Dann trägt der Pionier hier die frühe Zeltbahn wie man sie den ganzen Krieg über verwendet hat, zusätzlich zu der Zeltbahn in Schilfgrün. Die wurde dann aus Tarnungszwecken auch oft einfach unter den Mantel geschnallt. Der Mantel, den wir hier sehen, ist der eingerollte Feldmantel Modell 1908 in Steingrau. Des Weiteren sehen wir am Koppel natürlich den Brotbeutel in der frühen Ausführung mit der Feldflasche in der frühen Ausführung. Und auf der anderen Seite sehen wir dann das Schanzzeug 1896, das 1897 eingeführt wurde. In jeder Pioniereinheit gab es 99 Spaten, 57 Kreuzpicken, 21 Beile und sechs Drahtscheren. Die waren dann auf die Soldaten aufgeteilt zusätzlich, weil der Soldat hier auch, man sieht es gerade schlecht, auch wie verordnet für alle Einheiten noch den Infanteriespaten trägt. Und das dazugehörige Seitengewehr ähm, 9505 mit Sägerücken. Bei dem Spaten sei dazu gesagt, es gab natürlich auch die Beilpicke oder normale Beile. Das war dann je nach Regiment auch bei einer bestimmten Stückzahl auf die Soldaten aufgeteilt, dass alles äh, pro Regiment vorhanden war. Bewaffnet ist auch der Pionier wie die normalen Infanterieeinheiten mit dem Gewehr 98. Das hat sich dann im späteren Kriegsverlauf geändert. Da waren dann die Soldaten mit dem Karabiner 98 bewaffnet, je nach Einheit und Verwendung dementsprechend. Und das waren so die größten Unterschiede, die es im frühen Kriegsverlauf, sprich zum Kriegsbeginn 1914 zu den Pionieren zu sagen gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mehr über die Pioniere erfahren wollt oder über die Entwicklung der Uniform und Ausrüstung der Pioniere, dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.